Stegosaurus, Brontosaurus oder Triceratops, dass wir diese Dino-Namen kennen, verdanken wir einem regelrechten Krieg. Die 1860er, die Dino-Manie erreicht die USA. Edward Drinker Cope und Arthur Neil Charles Marsh sind die führenden Paläontologen ihrer Zeit und ziemliche Hitzköpfe. Früher waren sie Freunde, jetzt sind sie erbitterte Gegner im Kampf um den Fund neuer Dino-Knochen. Der Ehrgeiz kennt keine Grenzen, Bestechung, Diebstahl, Schießereien. Bewaffnete Männer bewachen die Ausgrabungen, sogar Buffalo Bill ist dabei. Hey! Marsh schreckt nicht einmal davor zurück, Fundstellen und Fossilien zu zerstören, damit Cope dort nicht weitergraben kann. Immerhin, zusammen bestimmen die beiden über 130 Dino-Arten. Noch heute anerkannt sind mehr als 40 von ihnen, zum Beispiel